Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wohin bringen deutsche Steuerflüchtlinge ihr Geld und wer hilft ihnen dabei? Davon handeln unter anderem diese Tagesthemen. Steuerparadies, Singapur als neue Schweiz. Staatsfinanzen Griechenlands, umstrittene Kreditgeschäfte. Und Jahrhundertflut, 10 Jahre nach dem Elbe-Hochwasser. Vielleicht halten sich Schweizer Banken ja selbst nicht mehr für sicher genug, seitdem deutsche Behörden an Listen mit Steuerflüchtlingen gelangt sind. Jedenfalls gibt es Hinweise darauf, dass Schweizer Banken dabei helfen, das Geld der deutschen Steuersünder noch weiter wegzuschaffen, bis nach Singapur. Die Schweizer Banken bestreiten das, aber für den Finanzminister von Nordrhein-Westfalen und andere Kritiker belegt die neue Spur ihre Einwände gegen das neue Steuerabkommen mit der Schweiz, das im Januar in Kraft treten soll. Juliane Fliegenschmidt über brisante CDs und einen handfesten Streit. Modern und pulsierend als Metropole für Geschäftsleute, so verkauft sich Singapur. Doch hinter der Fassade verbirgt sich auch eine der aufsteigenden Steueroasen weltweit. Denn Zinsen und Kapitalgewinne sind steuerfrei. Auf die Verletzung des Bankgeheimnisses steht Gefängnisstrafe. Und das alles haben angeblich Schweizer Banken ihren deutschen Kunden schmackhaft gemacht. NRW-Finanzminister Norbert Walter Borjans bestätigte, dass er Hinweise darauf bekommen hat. Wir erleben jetzt, dass die Beihilfe, die von Schweizer Banken geleistet wird, aufgedeckt wird, also welche Formen angeboten werden geradezu, der Steuer in Deutschland zu entgehen. Welche Bank das sein soll, sagte er nicht. Laut Financial Times Deutschland soll es sich um die UBS handeln. Die Schweizer Bank streitet das schriftlich ab. UBS bietet den Kunden keine Unterstützung bei Handlungen, die der Umgehung ihrer Steuerpflichten dienen. Wir verzeichnen seit der Ankündigung des Steuerabkommens keine Zunahme von Anfragen nach Vermögenstransfers in andere Regionen. Das Steuerabkommen hatte Finanzminister Schäuble im vergangenen Jahr mit der Schweiz ausgehandelt. Allerdings soll es erst ab kommenden Januar in Kraft treten. Dann werden Steuergelder pauschal besteuert. Zeit genug also für Steuerflüchtlinge, Auswege zu suchen. Nun, das ist einer der großen Schwachpunkte dieses Abkommens. Das Abkommen hätte ab sofort gelten müssen. Man darf nicht über ein Jahr noch Schleusentore weit aufmachen, damit die Leute abschleichen können. Befürworter des Abkommens glauben nicht, dass Banken den Kunden helfen, ihr Geld woanders zu parken. Weil in dem Steuerabkommen auch vereinbart ist, dass die Länder, in die viel Geld von deutschen Besitzern transferiert wird, uns von der Schweiz genannt werden, sodass wir dann dort Nachforschungen anstellen können. Aber ob das Steuerabkommen überhaupt in Kraft tritt, ist noch gar nicht klar. Denn der rot-grün dominierte Bundesrat muss noch zustimmen. Und daran könnte es im Herbst scheitern. Griechenland. Seit 2,5 Jahren steht das Land finanziell am Abgrund. Die nächste große Tranche aus dem schon zweiten Rettungspaket kommt frühestens im September, falls die Troika feststellt, dass Athen nun wirklich genug spart. Aber zumindest der strenge internationale Währungsfonds scheint mit seiner Geduld am Ende. Angeblich droht er damit, aus der Griechenlandhilfe auszusteigen. Dann müssten die Europäer Griechenland alleine weiter retten oder zusammenbrechen lassen. Athen kündigte heute jedenfalls an, ab Dienstag praktisch Geld in großem Stil zu drucken, um bis September überhaupt zu überleben. Die Europäische Zentralbank lässt es zu, auch wenn Optimismus anders aussieht. Zwei der wichtigsten Finanzblätter mit der gleichen Schlagzeile. Das hat Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DK Bank, noch nie gesehen. EZB enttäuscht die Märkte. Enttäuscht von der EZB sind auch die Griechen. Am 20. August muss die Regierung in Athen Anleihen über 3,2 Milliarden Euro an die Europäische Zentralbank zurückzahlen. Da das Geld fehlt, bat die Regierung um einen Aufschub. Zunächst war die Idee, dass man die Anleiherückzahlung verschiebt. Das hat die Europäische Zentralbank abgelehnt. Also beschafft sich Griechenland dieses Geld kurzfristig am Markt. Ganz so einfach, wie es klingt, ist das nicht. Denn Athen benötigt in den nächsten Wochen weit mehr Geld. Deshalb haben Mario Draghi und der EZB-Rat ein Auge zugedrückt und die Höchstsumme für kurzfristige Anleihen, sogenannter T-Bills, von 3 auf 7 Milliarden Euro hochgesetzt. Kritiker der EZB wie Thorsten Polleit, der die Politik der Zentralbank seit ihrer Gründung begleitet, lehnt diese Form des Notkredits ab.
Diese sogenannten Notfallkredite, die können einzelne Zentralbanken im Euroraum autonom gewissermaßen vergeben. Und dadurch gerät jetzt die Geldmengenproduktion im Euroraum komplett aus dem Ruder. In diesem konkreten Fall funktioniert das so. Der griechische Staat gibt kurzfristige Anleihen, sogenannte T-Bills, heraus, die von den Banken des Landes gekauft werden. Diese T-Bills werden dann bei der Zentralbank, der Bank of Greece, als Sicherheit für neue Kredite hinterlegt. Im Gegenzug bekommen die Banken und der Staat frisches Geld. Das ist ein weiter Regelverstoß. Im Maastricht-Vertrag ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Notenpresse nicht angeworfen werden darf, um Staatshaushalte zu finanzieren. Und das Anheben dieser Kreditlinien durch die Europäische Zentralbank ist natürlich eine Monetisierung von Staatsschulden, sprich das Drucken von immer neuem Geld, um offene Rechnungen zu bezahlen. Das ist keine Einzelmeinung. Auch Ottmar Issing, einer der Gründerväter des Euro, lehnt diese Form der Staatsfinanzierung ab. Es ist verboten und ökonomisch lenkt es nur davon ab, dass Griechenland eben nach wie vor nicht vollständig liefert. Außer Schweigen gibt es keine Reaktion der EZB auf diese harsche Kritik. Vielleicht, weil sie dieses Vorgehen für alternativlos hält. Der deutsche Verfassungsschutz, der war ja in letzter Zeit mächtig aus der Verfassung geraten. Neonazis zogen jahrelang mordend durchs Land, ohne dass der Geheimdienst eine Ahnung hatte. Nachdem das herauskam, ließen Beamte kurzerhand Ermittlungsakten schreddern und keine Dienststelle gönnte der anderen was. Das soll nun alles besser werden. Ab heute leitet Hans-Georg Maaßen den Geheimdienst mit seinen 2700 Mitarbeitern, nachdem sein Vorgänger wegen der Pannen aufgegeben hatte. Der Dienst soll jetzt gar nicht mehr so geheim auftreten, wie man das von einem Geheimdienst erwarten würde. Über den neuen Mann an der Spitze berichtet jetzt Golinea Tai. Er gilt als konservativ, ehrgeizig, ein klassischer Bürokrat, Spötter würden sagen, ein Apparatschik. Hans-Georg Maaßen, 49, Jurist, bis zur Ernennung Unterabteilungsleiter für Terrorismusbekämpfung im Bundesinnenministerium. Kann er jetzt Reinemacher und Ehrenretter des Verfassungsschutzes sein? Die Amtseinführung heute. Ein immer noch lobender Innenminister. Der Verfassungsschutz hat über viele Jahre und Jahrzehnte eine hervorragende Arbeit geleistet. Und ein nüchterner neuer Chef. Leider Gottes hat man in den vergangenen Jahren immer reagiert. Reagiert nach 9/11, reagiert nach den bekannt gewordenen Umständen des NSU. Einige dieser Umstände wollte der Inlandsgeheimdienst nie bekannt werden lassen. Das Vertrauen der Deutschen in die Behörde schon immer wenig, nun auf dem Tiefpunkt. Ich trete auch an, um das Ansehen des Inlandsnachrichtendienstes BfV zu stärken, dass das BfV in der Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit in der Mitte der Gesellschaft ankommt, genauso wie Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr. Maaßens eigenes Ansehen litt, in den Augen einiger, hier im BND-Untersuchungsausschuss. Es ging um die Affäre Murat Kurnaz, ein in Bremen geborener Türke, der in Haft in Guantanamo saß, obwohl er unschuldig war. Der damalige Referent Maaßen hatte seine Heimkehr blockiert, mit Verweis auf Kurnaz abgelaufene Aufenthaltsgenehmigung. Für einige eine menschenfeindliche Rechtsauffassung. Für die, die seit jeher am Verfassungsschutz zweifeln, muss Maaßen die Notwendigkeit des Dienstes beweisen. Eine Reform der Sicherheitsarchitektur besteht nicht darin, dass ich eine Person auswechsle oder dass ich verspreche, jetzt besonders transparent zu sein. Die Reform würde darin bestehen, tatsächlich sich auf den Akzent in der inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu konzentrieren, der relevant ist, nämlich Gefahrenabwehr, das heißt Gewalttaten verhindern. Eckpunkte für eine Reform will der Innenminister bis zum Herbst vorlegen. Als Kofi Annan vergangene Woche ankündigte, nicht weiter als Sondergesandter der UNO im Syrien-Konflikt zu vermitteln, da schien die gesamte Mission am Ende. Aber nun ist ein Nachfolger in Sicht. Mehr dazu in den Nachrichten mit Marc Bator. Dem früheren algerischen Außenminister Brahimi werden im Moment die größten Chancen eingeräumt. Eine endgültige Entscheidung soll in der kommenden Woche fallen. Währenddessen bleibt die Lage in Syrien unübersichtlich. In der seit Tagen umkämpften Stadt Aleppo soll es auch heute wieder viele Tote gegeben haben. Syrische Armee und Aufständische melden Erfolge, die sich nicht nachprüfen lassen, da es zurzeit keine unabhängigen Berichte aus Aleppo gibt.
Der Bundesgerichtshof hat die Musikbranche im Kampf gegen illegale Downloads aus dem Internet gestärkt. So müssen Provider die Kundendaten von Nutzern mitteilen, die Musiktitel unberechtigt in eine Online-Tauschbörse gestellt haben. Sonst wären die Rechteinhaber schutzlos gestellt, begründete das Gericht die Entscheidung. Damit hatte die Klage eines Unternehmens Erfolg, das die Musik von Xavier Naidoo vertreibt. Nach den schweren Überschwemmungen auf den Philippinen haben die Aufräumarbeiten begonnen. Rund um die Hauptstadt Manila sind die Straßen und Häuser mit Schlamm und Geröll bedeckt. Mindestens 60 Menschen sind bei den heftigen Monsunregenfällen der vergangenen Tage ums Leben gekommen. Hunderttausende suchen derzeit in Notunterkünften Schutz. In Deutschland war das Wort Jahrhundertflut für die Wassermassen, die vor 10 Jahren die Elbe in ein Binnenmeer verwandelten, nicht übertrieben. 21 Menschen starben damals. An einigen Orten hatte es an einem Tag so viel geregnet wie sonst in 3 Monaten. Von der Quelle über das Elbsandsteingebirge in Richtung Mündung schwoll der Fluss in den Augusttagen 2002 immer mehr an. Auch die Nebenflüsse wie die Mulde traten über die Ufer und verwandelten sich in reißende Ströme. In Grimma wurde die gesamte Altstadt verschluckt. Christian Dreißigacker und Stefan Lipsch über die Flut damals und Grimma heute. Dass Gerhard Weber wieder schöne Fotos machen kann von Grimma, vor 10 Jahren schien das unmöglich. Die Bilder der überschwemmten Stadt an der Mulde gingen um die Welt. Meterhoch stand das Wasser, auch bei Gerhard Weber zu Hause. Für ihn bleibt ein Bild, es zeigt seine Retter. Mit einem Schlauchboot holten sie ihn damals ab. Ich habe die Kamera immer dabei. Ich bin als Fotograf auch dazu da, ein Dokumentarist zu sein. Denn die Kamera, ich sage immer, die festgehaltene Zeit. Man vergisst sehr schnell, wie es ausgesehen hat. Und das war für mich von Anfang an, gehört es dazu, dass ich auch trotz aller Sorgen mitfotografiert habe. Weil ihm seine Nachbarn vertrauten, kam er ihnen nahe wie kaum ein anderer. Seit heute sind seine Bilder ausgestellt. Aufnahmen, die die ganze Verzweiflung der Menschen im August 2002 zeigen. Persönliche Seiten der Jahrhundertflut, deren Bilder sich fest ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Die von Dresden, versunken in den Fluten. Die Bilder von kaum gekannter Solidarität, als die Menschen in Mitteldeutschland gegen das Wasser kämpften, unterstützt von zahllosen Freiwilligen aus der ganzen Republik. Die Schäden, die das Wasser hinterlassen hat, über 8 Milliarden Euro allein in Sachsen, sind inzwischen weitgehend behoben. Die Dresdner Pracht wiedererstanden, Besuchermagnet für Menschen aus aller Welt. Auch Gerhard Webers Heimatstadt Grimma ist wieder aufgebaut, seine Bilder aber bleiben, sind Zeugnisse für die junge Generation. Ich fotografiere schöne Dinge, aber wenn sowas Schlechtes passiert, bin ich dazu verpflichtet, auch sowas zu fotografieren. Und dann versuche ich, mein ganzes Können, meine ganze Kunst in die Bilder zu setzen, reinzulegen, dass sie nicht nur mir gefallen, sondern auch allen anderen Leuten, die nicht in Grimma gewesen sind. Und dass sie überleben, dass auch mal die spätere Generation sagen können, hey, so war es damals in Grimma im Jahre 2002 im August. Grimmas letzte Wunde wird in diesen Tagen geschlossen. Die Pöppelmannbrücke, entworfen vom Baumeister des Dresdner Zwingers, ist wieder aufgebaut. Ein schönes Motiv für Gerhard Weber, 10 Jahre nach der Flut. Und zum Schluss ein kurzer Ausblick auf das Wetter. Der lohnt sich. Meist wird die Sonne scheinen bei 20 bis 24 Grad. Und damit zurück zu Olympia und Michael Antwerpes.